Hallo und herzlich willkommen zurück bei Donkey Kong 64. In der letzten Folge haben wir mit Chunky fast alle seine goldenen Bananen geholt. Ich Hornochse habe nämlich vergessen, die Blaupause noch zu Snide zu bringen. Dann haben wir auch einen Schalter für Diddy gefunden. Den werden wir dann auch noch machen. Und dann erst fangen wir hier in derselben Folge noch Lanky an. Oh. Der Level macht mich fertig. Vielleicht bin ich es auch selber, der mich fertig macht. So, Snide. Okay. Sehr schön. Ja, oh, das Rareware-Zeichen ist da. Gut. Dann werden wir jetzt zu Diddy wechseln, den Tag zur Nacht machen. Und dann den Schalter oben hier auf der komischen Mühle da oben betätigen. Mich verfranst. So. So, dann klettern wir jetzt wieder das komische Seil rauf. Okay. Oh, flippst du aus. Okay. Brauchen erstmal ein paar zielverfolgende Munition. Kisten. Aha. Weil es hier zwei ekelhafte, nervige Fledermäuse gibt, die uns nur auf den Senkel gehen wollen. Yeah. Okay, falscher Knopf. Nee, das ist eigentlich der richtige. Sei mir auch erstmal gesagt werden, ne? So. Oh. Flippst du weg, ey. So, dann kommt da das. Genau, das meinte ich. Da kommt die Musikplatte für Diddy. Das habe ich doch gemeint die ganze Zeit. So, jetzt wird die gespielt. Gut. Jetzt sacken wir die ein. So, jetzt ist Diddy doch fertig geworden. So, und jetzt? Tag-Nacht-Wechsel. Und dann ist Lanky dran.
So. Nanu. Wo zum Teufel ist das Tauschfass? War das hier bei der 1 oder? Nee, war es nicht. Wieso war das Tauschfass jetzt weg? Ey, ihr wollt mich jetzt verarschen, oder? Was soll das? Das gibt's doch jetzt nicht. Das gibt's nicht. Muss ich das jetzt echt so machen? Güte. So. So, willkommen zurück bei Donkey Kong 64. In der letzten Folge haben wir das noch fertig gemacht. So, jetzt geht's mit Lanky weiter. So. Ja, die Musik braucht ein bisschen. Ach, stimmt, da kommt der erst. Per Nacht rein. So, Link, kletter mal hier rauf, wenn du es noch kannst. Na los. Geht doch. Mann. So, okay. Nein! Ich wollte. Ja, von mir aus. So geht's auch. So. War das hinten? Nee. Ich bin so durch den Wind heute, das ist der Wahnsinn. So, und der zweite auf. Ne, da gibt's nichts für Link. Wir können ja erstmal die 4 machen. Bevor es zur 3 geht. So, holen uns hier schon mal die Blaupause. Und vergessen sie diesmal auch nicht abzugeben. So. Ein Rennen gegen den Hasen können wir ja schon mal machen. Da bin nämlich 2er. Ah, hey Lanky, ich hörte, du bist ein flinker Affe. Das kannst du mir bei einem Hürdenlauf auf dieser Strecke beweisen. Wer als erster zurück ist, gewinnt was. Na hör. Das erste Rennen, naja, ist noch sehr simpel. Ein blöder Hase. Schon überholt. Blödes Kanickel. Keine Ahnung, ob ich so irgendwie schneller bin, aber ich glaube eher nicht. Okay.
Beachte dich für einen tapsigen Affen. Mal ganz ehrlich, ich hab's gar nicht richtig versucht. Also bekommst du die Trophäe noch nicht. Momentan bin ich völlig außer Puste. Nimm erstmal diesen Trostpreis. Wir sehen uns später. Kleiner Buster. So, das nächste Rennen erfordert eine Fähigkeit, die wir noch nicht haben. Deshalb müssen wir irgendwann später hier zurückkehren. So. Da hatten wir nichts weiter. Das Ding können wir jetzt abgeben, finde ich. Die Blaupause. Ich glaube, ich transportiere mich noch ein bisschen zu oft. Ich finde manche Bananen nicht. Boah, na los, hoch da. So, Snide. Das auch. Oh. 128 goldene Bananen, das ist schon nicht schlecht. Aha. So. Ja, und jetzt? Ballon gab es hier hinten nicht noch, oder? Werden wir jetzt erstmal ins Gebiet der 3 zurückkehren. Wieso mache ich mir eigentlich immer so einen langen Umweg? Wenn ich an manchen Stellen schon Bananen gefunden habe, dann... So. Dürften Tinys Bananen sein, die hier hinführen. Ja. So. Genau. Ach, immer noch diese Münzen. Was soll der Mist? Gehen noch mal den braunen Weg lang, da dürften noch ein paar blaue Bananen rumliegen. Ja. Okay. Und zurück. So, wenn wir jetzt wieder bei dem großen Pilz sind, dann dürften wir uns eigentlich gleich aufs Dach schießen lassen. Wir nutzen dabei am besten Teleporter 5. Da oben gab es ja schließlich noch einen Lanky-Schalter. Oh, da werden 2 Türen geöffnet, okay. Aha. Na komm schon. So, was ist jetzt hier unsere Aufgabe? Donkey, Diddy, Tiny, Chunky, Lanky. Wahrscheinlich den Farben nach geordnet. Also erst gelb,
Dann rot. Dann lila. Grün und blau. Yeah. Aha, okay. Gut. Was haben wir hier? Ah, ja, ja, ja. Was? Nur 5 Ziele? Oh, dann dürfte es schon jetzt... Das Licht dürfte dann jetzt also schon sehr viel schneller ausgehen. Ja, 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 ja. Oh ja. Oh, oh, oh. Scheiße, wie schnell muss man denn hier sein? Ey, what the fuck? Das ist ein Witz, ne? Scheiße! Yay! Yeah. Ey, was ist das für eine miese Verarsche hier? Ey. Das ist übel. Das muss noch schneller gehen. Aha. Shit. Ey, what the fuck? Man muss wirklich im Bruchteil von einer Sekunde echt schon reagieren können. Übel. Okay. Zwei kann er noch finden, die andere braucht die fortgeschrittene Fähigkeit. Das Lucky Fass müssen wir da anwenden können. So, wir begeben uns dann mal zu der Tür, zu der wir dahin noch hin müssen. Diese hier. Sieht ein bisschen komisch aus jetzt, aber egal. Dass wir einfach nur runter müssen und hier rein. Genau. Uiuiui. Oh. Okay, gut. Aber mal sehen, ob es noch was gibt, wenn wir die blöden Singer erledigen. Anscheinend nicht. Na gut. na schön. Dann können wir ja jetzt noch mal hier reingehen und den blauen Ballon abknallen. Es juckt gerade so übel. So. Oh, entschuldigt mal kurz. Oh. Okay. Ich will euch das nicht hören lassen, wenn ich mir die Seele rausbelle und keuche. So, was für eine Banane fehlt jetzt noch? Ah, ja, 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 ja. Wir müssen ja die Nacht wieder aktivieren.
Dann geht's zu 1 zurück. Nein. So. So, jetzt geht's hier rauf. So. Wo sind wir jetzt hier? Hm? Oh oh. Das sieht mir nach Zielschießen aus hier. Der Spaß beginnen. Ah, Fledermäuse. Scheiße. Hey. Bin erledigt. Okay. Na gut. So, wie gesagt, die eine, die ihm noch fehlt, kriegen wir erst mit der Fähigkeit. Also, zum nächsten Tauschfass. Sofern wir hier jetzt den Ausgang finden, dort oben, alles klar. Alrighty then. So, wir können gleich hier die Folge beenden. Es ging doch noch halbwegs gut, dafür, dass wir noch Diddy und Chunky noch ein bisschen was gemacht haben. So, ich mache jetzt an der Stelle hier einen Cut. Und in der nächsten Folge geht es dann weiter mit Tiny Kong, auch wenn wir hier noch mitten in der Nacht sind. Also, bis dahin. Tata!